entschlossen. Ich muss leider aufbrechen. Bis bald. Ich hoffe, wir sehen uns bald wieder. Tja, ich würde sagen, die nächste Eroberung wartet. Eivor, alles in Ordnung? Ich möchte die Bündniskarte einsehen. So. Würde ich sagen, machen wir die Gegend komplett. Ich denke an nichts als Zuzwechse. Basim und ich könnten Sigurd retten. Aber wir brauchen ein Heer. Die Entscheidung liegt bei dir. Je mehr Bündnisse du hast, desto wahrscheinlicher dein Sieg. Ich werde sofort gehen. Und ich werde Sigurd zurückbringen. Das verspreche ich. Gut. Ich benachrichtige umgehend unsere Verbündeten. Suche Basim auf. Er sollte inzwischen in Krawodene sein. Alles klar. In die Richtung müssen wir... Tja, was ist denn da nur am nächsten? Ich würde sagen... Da! Finn um dir, Griefart! Wir können ja mal zur Abwechslung mit dem Schiff fahren. Abfahrt. Was gibt es da noch für ein Rätsel? Leg den Mast! Hier! Oh, der Weltereignis. Was war das? Mast vor! Ach, wisst ihr was? Güldenspatz hatte mehr als nur Süßes und Gewürze aus Axum an Bord. Dieser Hafen birgt versunkene Schätze? Ja, die Strömung ist zu stark, als dass wir das Wrack bergen könnten. Traurige Sache. Hast du Interesse? Ich bin eine gute Schwimmerin. Ich fürchte weder Kälte noch Strömung noch Meeresgeister. Dann bitte... Hilf uns. Wir kratzen eine angemessene Belohnung für die Rettung der Fracht zusammen. Müssen die Überreste der Güldenspatz sein, wenn die Händlerin recht hat. Eine Kiste mit Schätzen, eine andere mit dieser Flaschenpost. Ich frage mich, ob die Nachricht noch lesbar ist. Eine Flaschenpost. Ah, nicht dumm. Hat eine Halskette in einem Kuhmagen versteckt. Ich schätze, du wirst auch nach dem Rest des Schatzes suchen müssen. Aber...
Hilf mir. Sei meine Augen. Das ist keine Hilfe. Es war ja klar, dass das nicht alles ist. Leute, das kann doch überall im Loch sein. Zeig mir, was vor uns liegt. Ja, soll ich wissen, wo der Rest von dem Schiff liegt? Was sei denn in den Trümmern? Wenigstens einen Tipp geben. Eine Flaschenpost. Ah, nicht dumm. Hat eine Halskette in einem Kuhmagen versteckt. Ich schätze, du wirst auch nach dem Rest des Schatzes suchen müssen. Sie für mich sühnen. Kuhmagen. Was kann ich dir heute anbieten? Davon kann man nie genug haben. Das kannst du irgendwann bestimmt gebrauchen. Ich hoffe, wir sehen uns bald wieder. Ich muss gehen. Bleib gesund. So, was bräuchte ich? Was haben wir denn jetzt? Flaschenpost, der Kompass nimmt einen zu großen Anteil meiner Ware.
sehen, wie Geld aus dem Bauch einer Kuh herauskriegt. Ach du Scheiße. Halt! Titanen fehlen da noch. Willkommen. Braucht man eigentlich immer. 5 Stück hat er auf Lager. Klug von dir, aufzurüsten. Mager. Oh ja, ein meisterhaftes Stück. Genau dein Stil. Gehst du schon? Schade. Nun muss ich gehen. Auf bald. Ein Kuhmagen. Wo ist denn hier eine Kuh? Müsste doch eine in der Nähe sein. Wie wär's mit einem Würfelspiel? Zeit. Zeig es mir. Wir sind hier eine Kuh. Nirgends. Ganz ehrlich. Das ist mir jetzt zu nervig, da nachzusuchen. Ich werde jetzt einfach mal hier auf die andere Flussseite schwimmen, um den Basim zu treffen. Gibt's da drüben eine Kuh? Breite deine Flügel aus. Ah, da gibt's Kühe. Ich glaube zwar nicht, dass die das sind. Natürlich nicht. Jetzt hätten wir mit Sicherheit eine Meldung bekommen, dass wir was gefunden haben. Das nervt viel. Kammer von Westsexer. Nebenquests. Ein Land im Überfluss. Ah, okay. Ich hab bloß mal geguckt, ob wir hier einen Synchronisationspunkt in der Nähe haben, den wir noch nicht abgearbeitet haben. Siehst du, alte Freundin? Da ist mit Sicherheit im Langhaus. Ist hier unten so dunkel und dreckig, wie man hört? Nicht seit es fast vollständig abgebrannt ist. Durch die verkohlten Holz... Ey, wo du dampfende Schüssel voller Elchpisse! König Oswald sendet beste Grüße! Brodir, Bruder. Oder war es genau andersherum? Schön, dich wiederzusehen, Eivor. Ach, hör auf zu jammern wie eine liebeskranke Katze. Das geht schon seit der Hochzeit so. Wir können später in Erinnerungen schwelgen. Seid ihr Irren bereit, etwas Blut zu vergießen?
Nach diesem Aas Rüd könnte meine Klinge durchaus ein paar weiche Sachsen vertragen. Nicht seit es fast vollständig abgebrannt ist. Durch die Verkauf. Eivor, meine zweitliebste Nordwegerin. Können wir uns nur bei gewaltsamen Anlässen begegnen? So scheint es zu sein. Aber Freunde zu sehen, ist in diesen dunklen Zeiten immer ein Lichtblick. Optimistisch wie eh und je, Stowe. Schön, euch beide zu sehen. Ich bringe keine schönen Worte, nur meine Klinge. Mal sehen, was sich als nützlicher erweist. Nicht seit es fast vollständig abgebrannt ist. Durch die verkohlten Holzdächer kommt das Licht richtig zur Geltung. Du bist nicht der Erste, der beim Wachehalten einschläft. Aber sicher der Lauteste. Ich wollte dich nicht enttäuschen, Jarl Gudrum. Es war nur ein kleines Nickerchen. Ich war so müde. Das sind wir alle, Junge. Der Weg hierher war hart. Und trotzdem enttäuschst du mich nie wieder. Verstanden? Mein Jarl, es tut mir... Du musst Eivor sein. Ich habe viel von dir gehört. Man hält große Stücke auf dich. Wir werden sehen. Ich bin Eivor vom Rabenclan. Ich habe eine Furche durch dieses reiche Land gezogen. Und die Skalden besingen meine Taten. Die prahlen, haben etwas zu beweisen. Große Menschen brauchen das nicht. Eivor hofft, Sigurd aus dem Griff der wahnsinnigen Fulke zu retten, die sich in Portcaster verschanzt hat. Wenn du König von Westsexe sein willst, muss Portcaster fallen. Ein Bündnis ist im besten Interesse beider Seiten. Du versprachst ein großes Heer, aber mit dem hier könntest du nicht einmal eine kleine Mauer überwinden. Das sind nicht alle meine Kräfte. Wo ist der Rest? Deine Verbündeten sind auf dem Weg. Nur Geduld. Wir können nicht länger warten. Wir müssen sofort aufbrechen. Mit so wenigen? Bist du so erpicht darauf, nach Valhall zu kommen? Ich sitze nicht herum, während diese Hündin Sigurd gefangen hält. Wir könnten im Wald östlich von Portcaster einen Angriff planen. Aber zwischen hier und dort gibt es Späher. Um die kümmere ich mich. Zeig sie mir und ich blende Fulkes Augen. Einer befindet sich zwischen Bricklesworde und Chiscaster. Ein anderer nördlich von Crawan Lair. Ein dritter hält Wache auf den Hügeln südlich von Graue Däne. Aber Vorsicht, das sind die, von denen ich weiß. Es könnten mehr sein. Das Risiko gehen wir ein. Ich finde die Späher, du bringst die Leute bei Portcaster in Stellung. Du setzt viel aufs Spiel, Eivor. Wenn man uns entdeckt, sind wir verwundbar. Wenn du siegen willst, dann jetzt oder nie. Jede vergeudete Stunde könnte Sigurds letzte sein. Ich hoffe, du hältst, was die Gerüchte versprechen. Da kannst du mal von ausgehen. Eivor hat viele Verbündete aus dem ganzen Land versammelt. Wie diese zwei netten Zeitgenossen. Rodi und... Ups, das war dann ja. Jo! Ist wieder angezündet. Zwei netten Zeitgenossen, Rodi und Broder, oder? Hör zu, Sachse. Wir sind zum Töten hier, nicht um Freundschaften zu schließen.
Ah, ja. Nehmt mir nicht übel, wenn ich das jetzt nicht alles in aller Ausführlichkeit lese. So. Aber auch schon mal vor, bis oh, Pferd, ey. Hallo. Ja, genau den. Ah, okay. Dann der. Wärst du mal so freundlich, genau. So, wo geht's lang? Da geht's lang. Alles klar, wir sind unterwegs. Hier sollte ein Späher auf dem Hügel sein. In der Luft. Sühnen, leite mich.
Das riecht nach Tod. Hat jemand den Späher vor mir gefunden? Wölfen gerissen. Mir wurde die Arbeit abgenommen.